Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Daniel P und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Kingdom Hearts Dream Drop Distance. In der letzten Folge haben wir Traverse nochmal abgeschlossen mit Sora. Und ja, wir sind jetzt auf dem Weg zur nächsten Welt, und zwar das Land der Musketiere, weil Simsalabim Sinfonie hat Kampfstufe 34 als Voraussetzung, und ja, das ist ein bisschen hoch. Ich habe mit Sora bis zu Level 25, fast Level 26 trainiert, und wir gehen mal ganz kurz hier rein, weil ich habe schon wieder gesehen, wir können was herstellen. Und zwar den Kollegen hier, dem Feuer-Tatsu. Machen wir das. Ja. Jetzt muss ich mir schwer einen Namen überlegen, wo ich sollte mir halt irgendwie Feuer so vornehmen, aber ich vergesse dann auch. Das weiß ich hier. Erst was mir eingefallen ist. Na gut, die. Wenn ich irgendwie den Namen von irgendeinem Feuergott von irgendwo, glaube ich. Ja, was du drauf hast. Erstmal gucken wir mal bei denen, ja. Was ist das hier? Immunität, das habe ich schon. Wie muss ich mit dir noch machen? 2, okay. Sind es 3, haben wir da noch. Ich vielleicht für drauf sparen, ne? Wir hier noch kaum Routen, wenn die nichts machen. Boah, HP Boost nur von außen, kaum Routen öffnen. Hallo, mich auch 100 hier sammeln. Hallo, so, bei dir muss ich immer noch 2 Link-Verbindungen machen: Dim und Gretchen. Okay, so, was hast du denn? Fast gar nichts. Level 18, direkt Level 20. Ich spüre, die tun nicht automatisch hochleveln, das ist ein bisschen doof. Okay, dann musst du mal hier rein. Ich eure beiden Dinge einsetze. Das war's, glaube ich, ne? Ich habe wieder ein paar Speziallink-Portale und so was alles gemacht. Also alle die, die ich bisher machen konnte mit Sora. Seinen jetzigen Sturz. Entschuldigung. Und ja, gut, gehen wir in die neueste Welt, und zwar das Land der Musketiere. Wahrscheinlich meine Lieblingswelt in diesem Spiel, allein wegen der Musik, in der Kampfmusik hier. Ah ja, da war ja was. Ach ja, und weil das hier ein bisschen so comic-mäßig ausgelegt ist, damit bis zu 500, bis zum Ziel 500 Preispunkte. Ein Ding. Die kann man kaputt machen. Boah, du musst mich ja unbedingt treffen. Ey. So, alles kaputt hauen hier. So, Gefühl. Na, sehr gut. Das ist Feuersbrunst. Damit mache ich euch fertig. Wir kommen denn hier noch? Ring offen. So, jetzt nur aua, bis zum Ziel schaffen. Jetzt wieder wohl wieder nichts mit Gold, ne? Das kommt. Stimmt, ah, oder? Komm, 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 yes. Nie mehr muss ich das hier machen. Ausgezeichnet. Und André Graf Gar haben wir schon. Ausgezeichnet. So, mein Lieblingslied hier. Sehr geil. King Mickey, are you okay? Huh? Have we met before? What? Wait.
Is this like what happened with Jiminy and Tron? But I'm not in Disney Castle. And that world isn't one of the ones that's asleep. I don't get it. You okay? What's wrong? Oh, I was wondering where I was. Hmm? Where'd you get that key? This? It's a key bl- Shh. I know. You came from another world, right? Huh? Yeah. My name's Mickey. I'm working on a problem. That's why I'm in this world, being a musketeer. Hmm. So, am I in a world the king visited that I don't know about? A world that's trapped in sleep somewhere? 'Cause I guess... You seem confused. Scheine gedauert, verwirrt zu sein in diesem Spiel. I'm Sora. Let me handle him. Realitätswandel, Zeichentrick. Oh, das weiß ich nicht. Das ist der besten. Ich glaube, das war das beste Realitätswandel-Ding hier in dem Spiel. Ich mag diese Welt. Und genau deswegen tue ich immer vor jedem Weltenbesuch hier noch, oh geil, und der Traumfänger und also was hier Fertigkeitslink mäßig hochleveln. Ich muss mal einen aussuchen, okay. Deswegen tue ich immer meine Traumfänger, bevor ich jede neue Welt betrete, hier hochleveln, weil sonst beginne ich irgendwie eine Welt direkt im Kampf und ja, kann nichts hochleveln. Hier geblieben. Wurf. Oh, ich liebe dieses Kampfthema hier. Ab Jan. Los, schlag mich! Schlag mich! Ah! Nicht von hinten. Das ist unfair. Oh nein, ich habe noch Mecha ausgerüstet. Oh. Bin ich immer offscreen ausgerüstet, damit ich vernünftig trainieren kann oder Portale und so finden kann. Das hat sich schon wieder nicht erhöht. Gesenkt, verdammt. Na, wo ist meine Balance? Eat my balloons. Aber das gibt's jetzt schon wieder nicht. Ja, schon wieder nur. Ja, okay, 5. Ja, super. Bringt mir das viel zu niedrig hier. Boah, ey, Jungs, hör auf damit. Nur auf die ganze Zeit durch die Gegend zu fliegen. Ey. Ja, mit so werde ich heute hier nicht weiterkommen, habe ich so das Gefühl. Hey, Finger weg von dem. Junge, 2,8. Man kann es aber ein ganz klein bisschen übertreiben. Okay. Thanks. I sure owe you one. Some musketeer I turned out to be. Hey, whoa, ow, whoa. Where's the bad guys? Goofy. Yeah, oh, hey, whoa, everything's ow, under control, hey, Goof. Wow. Oh, ow, whoa. Really? You mean we clobbered them? Hey, Donald. What? Who are you? Gorge, do I know you from somewhere? No. Nice to meet you. Say, fellas, this is Sora. And it doesn't matter when we met. Once we make a friend, we're friends for life. Hi, I'm Donald. And I'm Goofy. Ich weiß, ich habe euch schon so genannt. For life. Now, we've got to go protect the princess. Donald, Goofy. Follow me. Hey, wait. You're not gonna let me come along? But you're not a musketeer, and this mission is fraught with danger. All the more reason I should help. Ja, ja, eindeutig sehr gut gemeistert habt. Call their friends. Well, all right. Thank you. Great. Should we do the thing? The thing?
Ah. All for one. And one. Einer für alle. Sehr schön. Das Land der Musketiere. Wenn wir die Welt so im Stil von Terra irgendwie betreten, dann muss er auch immer erst kämpfen und dann wird erst die Welt vorgeschlagen. In light of your lackluster's potential, I dub you Royal Musketeers. Just look at you, all dressed up and going nowhere. Now then, let's get right down to your inaugurary mission. Bodyguards to Princess Minnie. Some nefarious. Ja, die diese komische Locke. Ich würde sagen, irgendwann hatte die immer so eine komische Locke irgendwie auf dem Kopf. Hat voll beschissen aus. Doch, er war in dem Spiel. Why? The one, two, three of us are ready for anything. Don't worry, Donald's real brave. Der ist ja eindeutig überhaupt nicht böse, ne? While I may be small, I've got the heart of a musketeer. All for one, and one for all. Hab ich nie gesehen. Gibt's auch einen Film von, oder? Da habe ich schon wieder beiläufig gesehen, dass es nicht neue Sachen zum Kaufen gibt. Was? Hey. Gibt's nicht neue Sachen zu kaufen? Wenn ich zwei Wetter abgeschlossen habe, so erstmal die Schatztruhe hier suchen wieder. Wieder ein Abenteuer an sich. Oh Gott. Aber ist ja auch wieder eine sehr geradlinige Welt. Dürfte das hier nicht so lange dauern. Mega Potion. Oh, ich liebe die Musik in diesem Spiel. Allgemein. Später wird das noch besser. Was wir so am Ende der Story sind. Allgemein, die Musik in dieser Welt ist auch awesome. So, müssen alle Truhen ja schon haben, ne? Ich weiß, das wird voll nach hinten losgehen, aber mach mal direkt weiter. Weit die Prinzessin zu beschützen? Aber klar. Oh, schön. Im Schleif hier mal hinter, was? Na, was geht, na? Ich habe nur ein paar Sekunden dafür Zeit. Das wird nicht gut ausgehen. Sieh den Tyrannenrex, wird es schwer, um das Feuer zu blocken. Na, wegblocken, da bringt jetzt leider nicht mehr viel. Kein Problem. Na toll, das macht so oder so Schaden gegen das Ding. Na toll, wie soll ich denn dann abwehren? Grüß dich und jetzt gehen wir petten. Mit diesem Bildchen. Gehen jetzt machen wir mehr Zeit. Geistbeleber. Ach, das haben wir freigeschaltet. Genau. Also eine Wege bis zum nächsten Mal. Blablabla. Dann machen wir jetzt ganz am Ende alles. Erstmal Geld. So, und jetzt sind wir mit Rico dran. Mit Reten die Welt und haben hoffentlich ein bisschen mehr Zeit. Ach, warum ist das jetzt Level 28? Das darf doch jetzt einfach nicht wahr sein.
Also Dingens, genau. Bin ich froh, wenn wir hier die ersten Mickey Mouse Zeichen haben. Gaga Gluga. Mimi Hase. Wir müssen aus wie die Hasen aus Birth by Sleep. So. Kommando Deck. Ne. Geister, Geister, Weißbrot. Wir können endlich mal eine Neko-Katze herstellen, ausgezeichnet. Wie nennen wir dich denn? Eine Katze. Weiß nicht. Sechsbeinige Katze. Ja, das weiß ich. Das erste, was mir eingefallen ist. Mimi. Irgendwie in den Sinn gekommen. Irgendwie Nico Mimi. Das heißt doch Katzenmädchen, ne? Irgendwie voll dämlich ist, aber okay. So. Nein, Dingens. Erstmal gucken. Ich habe schon wieder ein paar Sachen hier bekommen von dem letzten Kampf, ne? Oh, kostet so viel. Brauche ich nicht. Das hier brauche ich. 20, kein Problem. Und Hilfsboost. So, was hast du denn? Hilfsboost, was auch Hilfsboost. Mal dich ja mitnehmen. Ein bisschen Tänzer, oh geil. Wie machen wir doch, wir haben jetzt so eine komische Dingsattacke, ne? Die würde ich gerne mal einnehmen. Luftschlag hat und nehmen wir das mal raus. Mal Schattenbrecher rein. Der Angriff ist glaube ich gut. Dann betreten wir das Land der Musketiere mit Rico. Ach ja, wir müssen das stürzen. Ah. Vergesst halt immer. Was kommt? Ist so an irgendwie. Dreschtakel müssen wir ja nicht mit Sora erledigen schon. Boah. Ach nee. Anhalten, genau. Ansonsten kann man den ja nicht angreifen aus irgendeinem Grund. Neben. Hey. Also mal direkt nochmal, ich hätte den Kampf schon beenden können. Weil ich ein bisschen zu früh gebremst habe. Man sieht da schon Sora. In den ganzen Comic-Panels. Wo ist Rico? Oh. So. Ich nett, dass du mir deinen Schwachpunkt hier zeigst. Okay, da komm. Und weg bist du. Meine Güte, ey. Da geht's noch weiter. Ja, es geht noch weiter. Man hat da Dreck. Extra gerade noch mal neu gestartet. Um mal auszufinden, dass der Kampf noch weitergeht. Ja, darf nicht wahr sein. Weiß ich doch gar nicht, wo ich angreifen muss hier. Ja. Was?
Boah, ich habe Gefühl, ich den jetzt hätte erledigen können. Boah. Kann man nicht hier wieder eine Stunde an dem herum. Ja, sagen, was ich da machen sollte. Muss ich mich hinter verstecken? Ja. Nein, ich wollte den anderen auch noch angreifen. Das dauert schon wieder eine Ewigkeit hier. Will ich kein Gold kriegen, dann muss ich den fehlerlos besiegen. Ja, komm her. Warum ist er noch Sora? In Bildern. Ja, ich wollte schon sagen. Aha. Na, jetzt schießt er mit vier Dingern. Oh nein, was mache ich denn jetzt? Ja, ich weiche mich einfach aus. Aua! Da brauchst du Reichweite von den Dingern. Irgendwie merkwürdig, dass nicht Rico in irgendeinem dieser Panels zu sehen ist. Da muss man natürlich erstmal wissen, mit diesen blöden Steinen, die sich jetzt auch noch bewegen. Boah, nur weil ich mich. Boah. Weil ich mich jetzt einmal hab treffen lassen von diesen Dingern. Hey. Da muss ich den Kampf nochmal machen. Ja. Hey. Damit hat die sich die Dinger bewegen, vor allem macht auch gar keinen Sinn, nur weil die sich wegbewegen und ich getroffen werde einmal. Darf ich den nicht angreifen oder wie? So. Er hat auf jeden Fall nicht gereicht für A-Rang. Ja, ich muss den Kampf nochmal machen, dann kotzt mich an. Ja. Okay, egal. Da warte du. Isn't that Pete? What kind of world did I end up in this time? Das Land der Musketiere, da bist du gelandet. Mir beginnt's ohne einen Kampf. That guy adds up to trouble in any world. Okay. Regel Nummer 1, Truhen sammeln. Und er hat fast genauso viele. Ja, zu finden, da wird ein Spaß. Wie in jeder anderen Welt. Schattenbrecher, wie lange das dauert. Oh mein Gott, ihr müsst es ja wieder unbedingt das machen, ne? Schien. Wenn man nicht mal einen Unterschied macht, welchen Angriff man hier einsetzt, aber egal. Oh geil. Da ist noch eine. Wo ich die alle vergesse. Oh nein. Wir sind links. Wie kannst du es wagen? Hier habe ich schon so viel AP verloren, ey. Meine Welt war aber nicht so einfach, ne? Level 28, ey. Ey, Junge, krass. Da geht's zur ewigen Dunkelheit. Erstmal alle Truhen hier sammeln. Einen Speicherpunkt finden, damit ich irgendwann aufhören kann. Wir haben schon wieder gleich 30 Minuten und boah, wir hätten das schon wieder gemacht. Hey, hey, jo, krass, Alter, mal, wir Schaden bekomme ich nie.
Hilfe, Hilfe. Ich frage, muss die ganzen Truhen nochmal sammeln. Oh Gott, und da ist ein Spezialportal wahrscheinlich, ne? Kampfportal. Was ich jetzt mache, ja. Boah. Schätze. Wie habe ich denn die ersten Truhen verpasst? Kampfportal, ne, lassen wir mal lieber. Also wie habe ich denn die allerersten Truhen verpasst? Die erste, die ich gesehen habe, direkt rechts von mir. Wie konnte das denn nicht die allererste sein? Schon zwei Balken, ey. Krass. Okay, gehen wir mal hier raus, bevor ich frecke. Oh, ihr Löwen, ihr seid sehr gute Traumfänger. Muss ich erledigen. Damit der linke oder rechte. Wer ist denn die Aura Löwen oder irgendwie so was? Ich sollte vielleicht erledigen, damit ich eure Dinger bekomme. Weil ich irgendwann herstellen kann. Weil ihr seid verdammt stark, Viecher. Boah. Ah, ihr blöden Zuno-Käfer-Viecher seid das. Ich hab mir schon irgendwie gedacht. Und ich verpiesel mich. Ich gehe jetzt hier rein. Damit, falls ich verrecke, ich direkt hier lande. Und hier ist ein Shop. Aber mehr werden wir hier wahrscheinlich nicht mehr machen, ne? Außer Truhen sammeln und uns ja umschauen noch ein bisschen. Ein paar Gegner erledigen wie dir. Ja, weil das war der Weg der Dämmerung. Wir ja eingesetzt haben von Dunkelheit ins Licht. Ne? So läuft das doch. Und so ein Level kriegen wir noch. Die sind alle Level 28, die Viecher. Ihr müsst ja schnell leveln, hallo. Oh, da komme ich nicht hin. Ja. Link-Verbindungen. Ich brauche bestimmt welche. Aua. Brauche bestimmt welche. Die Link-Verbindungen mit Rico sind bis zu einem bestimmten Punkt gut. Finde ich. Sind die von Sora schon ein bisschen mehr broken? Wenn man bei denen unbesiegbar ist, wenn man die ausführt. Bei Rico weiß ich nicht, der tut einfach nur wild um sich schlagen. In so einem random Fashion. Wer hat schon wieder hier mein Dings auf 2 gemacht, ey? Ja. Oh. Ja. Verstehe manchmal nicht, warum nicht wegblocken hier nicht funktioniert. Da unten kann man den, glaube ich, ne? So, machen wir euch hier fettig. Ich mach euch fettig. Oh, fettig. Ethisch, was? Oh. Oh, ein Schlätz. Schattenbrecher, ja. Und den, ja. Eine Falle und alles fein. Wir haben die drei ja noch nicht gesehen. Aber wir können schon das Ding benutzen. Macht Sinn. So, wow. Ausgezeichnet. Wir sind Level 27. Und ich werde wahrscheinlich bis vor Level 28 ein bisschen noch trainieren mit Rico. Und
Dann sollten wir am nächsten Part direkt am Anfang ein Level abbekommen. Und hoffentlich stark genug sein. Wie? Okay, die eine Truhe wird wahrscheinlich die hier am Ding sein, ne? Diese große, wo ich nicht ran kann, wird wahrscheinlich die sein, ne? Nehme ich jetzt mal an, die da. Ach, da kann man ja auch noch hin. Sieg alle Gegner und ein Dreck. Nein. Den Zeitpunkt, wo ich die Welt betrete, werde ich die Dinger bestimmt nicht schaffen. Haben wir schon bei Traverse und so gesehen. So, warten wir hier noch. Da würde ich sagen, ich beende ein Part hier. Wird bis vor Level 28 trainieren. Ein paar Dinger hier sammeln. Na. Traumfragmente. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Von Let's Play Kingdom Hearts 3. Ich bleibe mich alles fürs Zuschauen und sage tschüss, bis zum nächsten Folge.